Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es 3 Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos, Madame M vom Massagesalon und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich hab alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Das ist sie, die legendäre Muskelschule. Mach schon! Ich halte es nicht länger aus! Mir ist bei übel! Nie wieder Wallmarkt! Fürchterlich! Ich hoffe, du kommst wieder gut nach oben! Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag, warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Komm auch gerne zu meinem Konzert. Lass mich in Ruhe. Ich bleib hier, bis ich meine Inspiration wieder habe. Und wenn ich gewinne? Chocobohnen, der beliebte Snack aus den Slums. Jetzt mit noch mehr Geschmack. Waffenhändler war ein komischer Kauf. Nein! Wie konnte ich nur? Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen.
Wenn's nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Avers. Schade. Revers. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr! Zu sein. Vielleicht sollten wir es bei jemand anderem versuchen. So warm und wohlig. Das fühlt sich an. Den ganzen Tag nichts aus der Arbeit. Machen wir einen Abstecher ins Nachtleben? Ich weiß nicht. Ist was? Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Besten Dank. Anjan reden. Scheint so. Aber die Versuchung ich war rein und frag zu groß. Nach. Bleib du erstmal hier. Junge, Junge. Warum denn du naja, allein? Ich will mitkommen. Wahnsinn. Aber... Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Ah. Allerdings, die anderen werden ja alle schon mal Die Herrschaften. Oh. Danke. An diesem Ort werden Ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben?
Reserviert habe ich nicht. Oh, dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt Ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein konnte. Irgendwie aufregend, nicht? Ja. Du bist doch nur wegen der Honigmädels hier, gib's zu. Und du wegen der Honigbuben. Gib endlich auf. Und überall fühlt man sich, als könnte man ins Messer laufen. Du bist ist was? Und wer sich von ihm Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Ich muss aufpassen, dass mir die Leute mit Hausverbot nicht entgehen. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh.
Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Hm? Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million.
Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge! Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ja, ja. Ja? Ja? Entschuldigung. Was denn? Ja, ja. Oh? Ja, ja. Was? Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. Midgar, die Stadt, die niemals schläft. In ihrer Mitte ein Funke des Juri namens Schwalmarkt. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneos Kolosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Ballmarkt Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel: den Gegner zerschmettern. Gnadenlos. Bis das Blut spritzt. Erbarmungslos. Bis die Knochen brechen. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtümern überall. Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Zeit für blutige Kämpfe. Der Corneo Cup ist hier mit der Opfer. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor.
Jetzt könnten wir noch davonlaufen.